Hallo und herzlich willkommen zurück. Time to 3 Returns. Der 7443. Teil unserer Time to 3 Trilogie. Ich weiß nicht, wie viele Folge das ist, aber wer es mal rausfinden will, kann es uns gerne sagen. Wir spielen wieder Lightning Returns. Wir haben die zwei größten Fanboys dieser Reihe wieder dabei mit Leo und Tom. Also wir werden zumindest gerade. Also ich finde, ihr wurdet es schon das letzte Mal. Das ging sehr, sehr schnell. Auf jeden Fall vom Customizing. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo mein Platz in dieser Welt ist, jetzt wo mein Nutzen, um Leute dazu zu zwingen, diese Trilogie zu spielen, überflüssig ist Robin nicht mehr dabei. Ohne Erklärung. Ich weiß, in der nächsten Session ist es so wie damals bei Dark Souls, so Robin, wir haben das versehentlich privat durchgespielt. Ja! Oh, das wäre richtig tragisch. Also ich habe mich darüber identifiziert zu großen Teilen in meinem Leben, dass ich Leuten diese Reihe aufzwinge. Das gibt's jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss mir einen neuen Lebenszweck suchen. Jetzt aber machen sie freiwillig weiter. Das hat mich wirklich schockiert letztes Mal. Also wie ihr hier seht, das ist unsere Hauptquest gerade. Wir müssen diesen Code noch finden, aber erst ab 6 Uhr. Und es ist momentan 4.48 Uhr. Ich habe noch eine bessere Option gefunden. Nächstes Mal seid ihr einfach nicht mehr da und nur noch ich und Mats sind da. Weil bei Mats bin ich mir ganz sicher. Auf den kann ich zählen, auf seine, ja, auf seinen Nichtlust. Erzähl das dem noch nicht gespielten Deadly Premonition Ende, dass man auf Mats zählen kann. Oh ja. Oh ja, auf jeden Fall. Also wir müssen noch eine Stunde warten. Genau, aber schau doch, haben wir noch eine Sidequest sonst, wo du noch irgendwie ein Mädchen brechen kannst oder so? Ja, können wir vielleicht noch irgendwie ein paar Mädchen breaken? Das wäre sehr cool. Sidequest. Wir haben. Find doch ein paar Plüschtiere. Oh, das ist ein schönes X auch, das jetzt niemals weggeht wird. White Feather, thanks to his encounter of lightning. Den haben wir schon. Das hat die Haken. White Feather gesagt? Das steht White Faith. Ja, stimmt. Da steht Wither. Eigentlich steht da Wither. Ja, hat Wither Unrecht. Wither Fail. Wow. Stimmt. Uns beide verlesen. Quest failed. Robin ist der Einzige. Ach nee, das ist ja das, was wir nicht geschafft haben. Genau, warte, bleib mal drauf. The poor girl, bereft of hope, begins to laugh maniacally. Her soul cannot be saved now. Dann das now. Bild dazu. Okay, aber dann sind crazy. Das ja nur abgeschlossene Quests. Also genau, haben wir schau mal keinen? Beim Canvas. Da haben wir noch die zwei. Da, was Gift of für? Gratitude. Tattered Leather brauchen wir hierfür, das kriegen wir von. Sehen wir nicht. Steht das echt nicht hier? Ich glaube, es wurde gesagt, aber also ich, vielleicht, wenn du ins Inventar gehst. Und Liquid Glass haben wir auch nicht. Warte. I wonder if you've heard of Liquid Glass, that can be harvested from Meonectons. Meonectons. Meo. Ja, keine Ahnung, wo wir sind. Ja. Also rennen wir einfach noch ein bisschen rum, oder was? Ja, du kannst auch. Ja, rennen wir noch ein bisschen rum. Okay. Final Fantasy Tagline. Rennen wir doch einfach noch ein bisschen rum. Guck mal auf die Karte. Wo waren wir? Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe gerade ein Menü aufgemacht. Ja. Im Fernseher. Nee, halt, man kann mal X war die Karte. Genau. Weil ich glaube, da oben geht's nicht weiter. Genau. Da müssen wir gleich hin. Unten links waren wir noch nicht. Wir sind hier gerade nur nach hier oben hin? Gerannt. Genau. Vielleicht erkunden wir da mal ein bisschen. Okay. Weil vielleicht, wir wissen ja bisher nur, wo ein Passcode ist, nämlich direkt rechts von dir. Stimmt, und eigentlich sieht man die ja schon. Genau. Vermuten wir zumindest. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, die bescheuerte Kopfbedeckung wieder zu sehen, aber jetzt hast du ein ganz anderes Outfit. Das, sollen wir das ändern? Nein. Spätestens im Kampf sehe ich sie. Stimmt. Aber ich bin immer noch, also noch so als Nachleger vom letzten Mal, ich bin immer noch überrascht davon, wie gut mir das im Verhältnis zum Rest der Final Fantasy 13 Sache so gefällt. Same. Ach ja, ne, er sagt doch gerade, um 6 Uhr werden wir auch zurück in die Arche teleportiert. Jedes Mal. Können wir nicht verhindern. Das ist ja toll. Ja, also wie können wir deinen Code rausfinden? Wenn wir die Quest machen? Ja, aber die Zeit steht ja still auf der Arche. Achso, und dann kommen wir wieder zurück. Genau. Ich hasse das, dass ich die nicht anspreche. Ja, ich weiß auch nicht, was. Vielleicht ist das halt für eine Quest später. Guck mal hier, dieser auffällige Da links Leiter. Lag auch noch was, da liegt's auf dem Boden. Oh, was? Wo? Da. Alle Leitern in dieser Stadt bestehen aus diesen Neonröhren, die Raver normalerweise ja. So um Armbänder haben und so. Oh, yeah. Nein, halt. RB war das. Ja. Das sieht überraschend gut aus, wie es kaputt geht. Sollte man gar nicht mit rechnen. Ja, generell, das würde ich zum ganzen Spiel sagen. Das sieht überraschend gut aus. Dafür, dass ich es mal als so hässlich Dass die Dinger nicht Bronzemedaille und Silbermedaille, sondern gebronzte Medaille und gesilberte Medaille heißen, ist verwirrt mich zutiefst. Versilberte ist natürlich das Wort. Das hat bestimmt einen wissenschaftlichen Hintergrund. Oh ja, hier schön draußen Bilder aufhängen, ist immer eine gute Idee. In dieser Stadt regnet es niemals. Nur Feuchtigkeit ist ein Mythos. Oh, Secret gefunden. Du hast aber auch scharfe Augen. Ja, ne? Dang it. Kommst nicht rauf. Sag mal. Ah, guck mal, Jesus da wieder. Mega peinlich. Da hüpft er wieder. Drück mal A, während du in Luft bist. Ach, jetzt. Meinst du, sie könnte es in der Luft sogar? Also, er scheint da zumindest immer, ne? Magician's Token. Also, diese Rahmen wirken nicht so, als ob sie in der gleichen Spielwelt existieren wie der Rest. Ploppen da so voll raus.
Die Stadt sieht teilweise. Du kannst auch sprinten irgendwie. LB war es, glaube ich. Ja, LT. Ja, LT. Sieht halt so zusammengewürfelt aus, die Stadt. Irgendwie so ein bisschen wie Ringed City aus Dark Souls 3, als ob hier verschiedene Sachen verschmolzen sind. Ist hier gerade einfach ein Pilz mitten in der Stadt gewachsen? Mitten auf dem Betonboden, ja. So ein Thunderclap. Cap. Und noch ein Treasure. Das ist heute. Ich meine, ich habe mich vorhin auch verlesen, aber bei dir ist es jetzt schon zweimal. Aber ja, das ist irgendwie. Hä? Ja, das hat ja so einen Effekt. Das ist auch rot. Noch nicht. Ist wütend. Menno. Geht in Berserker-Modus. Warte, dann muss ich es schlagen. Nee, nicht. Das ist ein Monster. Das wäre schön. Treasure Sphere hat genug davon, dass du einfach mal hingehst und dir das Zeug wegnimmst. Treasure Sphere will remember that. Und jetzt werden wir gleich hier runter. Achso, ist jetzt soweit. Okay. The first day is over. Also ich glaube, wir müssen dann, wenn wir gleich suchen, auch wirklich mit der Zeitstopp. Achso, bei den eigentlichen Codes. 6 Uhr. Ja. Also eigentlich halt, ich glaube generell oft müssen wir das einfach machen. Ja, ich glaube, es ist sicherheitshalber sowieso nicht verkehrt. Weil der erste von 6 Tagen ist schon vorbei. Just saying. Ja, aber das kann ja bis auf 13 ansteigen. Das stresst mich nur. Genau. Es muss sogar bis auf 13 ansteigen. Welcome back, Light. Now step forward and offer your Iradia, so we can give time back to the world. You offer your Iradia. As the world dies around me, I offer this blessing. Taking lightning. Oh, ich gebe das mal stylisch Glasses. Warte mal, fehlt hier nicht ein kleines Kind? Das wollte ich auch gerade machen, nämlich. Goddammit. Dammit. Was, wo, wer? Heute ist es schlimm. Heute Tom. Wirklich, wir haben vorher einen Podcast aufgenommen und haben ständig. Wahrscheinlich hat mir Robin Sachen vorweggenommen. Ich hab's akustisch. Ja, wie auch immer. Den Mädchenwitz wollte, also dass die Blume das Mädchen, Mädchen vermisst. Oh ja, okay. Ich hatte eine Tochter draußen auf der Welt. Die wichtigste Seele. Come here and I'll tell you what you need. This is Yggdrasil, the tree of life. It's of a holy tree and its life force is entwined with that of the world. Iradia gives Yggdrasil the power to grow. As the tree grows stronger, so too does the world. With enough Iradia, you can extend its life and push back the Day of Destruction. Up to 13 days, after which God awakens. So the more Iradia I can collect, the bigger that... Ich würde vermuten eigentlich, dass in den ersten beiden Spielen, wo ich 60 Stunden mit dieser Reihe jeweils verbracht habe, irgendwann mal erwähnt wird, dass es einen Yggdrasil-Baum im Kern dieser Welt gibt, der über die Welt entscheidet, aber anscheinend nicht. Kann er... Das ist vielleicht neu. Oh, stimmt, was kannst du denn damit nochmal machen? You can use EP to obtain recovery items. Ach so, du kaufst auch mal einen. Brauche ich doch aber eigentlich nicht, oder? Nö, nicht wirklich. Also vielleicht später. Ja. Aber dann benutzt du deine EP auch, check the trees, um die Zeit anzuhalten. Um die Zeit anzuhalten, genau, um deinen Superangriff zu machen. Und ich finde halt, das Zeitanhalten mit Abstand das Wichtigste. Was stand da? Hier, shines before you offer a radio to extend towards me. Also natürlich, ne, die Blüten gehen halt auf und so, je nachdem, wie viel du dann gemacht hast. About the savior, about the... Was sagt, ja, gucken wir uns das mal an. Was sagt er mir denn da? Aber hatten wir das nicht schon mal? Da war noch Ausrufezeichen, also ich glaube nicht. It was when the chaos first flooded into our world. Most of the world was lost immediately under the ocean of chaos. Only one small region survived. The survivors call their island of refuge Nova Chrysalia. The chaos brought destruction. Der starb so auf ihren Hals, auf ihr Kind. Suddenly everyone stopped growing. Vielleicht hat's da einen Puppe oder so. It was like we lost our time. But if that was a gift, jetzt fasst sie sich da auch hin. We could not age, and neither could new life be born. There were no more children. But although we were ageless, we were not immune to death. Sagte mir das Kind. Sickness, accidents, and violence could still kill us. Life remained as fragile as it had always been. And so humanity began a new chapter. Die Reflexion von Rob im Screen dahinter. Ah ja. Wow. Born of lives that last too long. Eventually, new creeds took hold and new legends created. One of these told of the Savior, a servant of God. Wer hat damit angefangen? Wer hat das gesagt? Chrysalia, at the end of the world. Der Computer. Humanity's last chance for salvation. Wow, das ist ja wirklich nur... Wollen uns das alles anhören? Also ich würde es machen. Oh, aber du hast den Controller. A planet built of steel, back when humanity still dared to dream of greatness. Bunavelza has wir sind im... purpose the world we built. This is where the souls of the saved are kept. Ready to be reborn in the new Kukun, dieser neuen? Im Proto-Kukun. Was ja auch Bunivelze hieß, the irony. Wir sind in Bunivelze? Oder sag nochmal, kannst du dann das skippen? Ja, die Remains. Wir sind in Bunivelze drin. A planet built of steep Bunivelze has ready to be... But the people down... Hope, wollen wir in unseren Bunivelze-Planeten noch einen, so einen, ja, weiß nicht, einen Gottraum reinbauen? Eine Arche einfach, falls mal Jesus so, ja, lass mal machen. Oh, wir könnten den Weltenbaum rein. Ist richtig, ich habe hier den Weltenbaum noch drin liegen. Ah, ja, ich habe vergessen. Ja. Wollen wir den, ja, lass das doch machen.
question I don't have the answer to. I'm the annoying child. I don't know how I know the things I'm telling you. I don't know who gave me the knowledge. It's not that I have forgotten my past. Some memories are still there. Basically, whenever I need something, I get it. You know? It's very convenient. It's storytelling, really. Deus Ex knowledge. As if they're images of someone else's life. I still remember my mom dying. Oh God, my mom! I know that Snow and I joined forces. Das tragisch, dass ich daran dann noch erinnern muss. I know I hated his guts. Suddenly, I was here. I tried to find out what happened. According to records that still survived, the man called Hope Estime disappeared 169 years. Hey, aber der hat dann noch 300 Jahre über... Ach ja, gab ja keine Zeit. Obwohl, er war ja dann erwachsen. Ja. Vielleicht ist er ja gar nicht Hope. Habt ihr darüber schon... Ich meine, hat er zumindest gerade gesagt, dass Hope tot ist. So he took me and prepared me for the role that I had to play. Gott hat den einen Charakter gesucht, den jeder liebt, damit man positiv irgendwie eingestellt ist. Wen will ich als meinen Propheten? Und er hört nur so, nee, nee, im Hintergrund. Und so, oh, was für eine liebliche Stimme ist die. Ich denke, eine dieser Locations ist right where Snow is. Yes, exactly. The palace in the city of Usnan. There is another spot, in the heart of Luxarian, the holy city. Da, wo Vanille ist. One more in the scorching sands of the dead doom. In Luxarian sind wir doch, oder nicht? And finally, I've measured large chaos fluctuations at two locations in the wildlands. Four regions, five locations. To be more precise, the goals are people, not places. For example, the chaos activity in and around Snow's palace is linked to him, and the darkness in his heart. It's the same kind of chaos. Trigger, darkness in his heart. Keiner kann was dafür, dass du Kingdom Hearts gespielt hast. They have massive burdens on them. The fate of many rest on their shoulders, and that makes your task all the harder. Helping them will not be easy, even for God's handpicked savior. But I can help you. Wenn nur eine Mission fehlt, wird alles sinnlos. Bitte, also keine Seitenmission fehlen. Wichtig ist, dass du keine Mädchen im Stich lässt. Ah, you cannot help all of them. There just isn't enough time, right? This will sound cold, but you need to be efficient. Saving people who are suffering. Aber, also wir sind gut drin, kann ich schon sagen. Die Leute, die nicht so wichtig sind, werden. But the greater the burden, the more you might have to do before that soul can be saved. Sometimes diese Puppen haben gar nicht so eine große Priorität. Es ist ja kein großes Burden. Ich erinnere mich an diese Bibelstelle, in der Jesus sagt, ja, sorry, ich kann jetzt wirklich nicht allen helfen. Of course it would be best if you could save everyone. But you can't. Ich glaube, man kann es schon so ziemlich machen. Wie gesagt, nach ich warte eine gewisse Zeit und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Aber trotzdem ja nicht verkehrt, dass sie es einem hier so sagen, ja, weil man dann gar nicht erst diesen Druck hat. Genau, auf jeden Fall. Efficiency by volume, is that it? A numbers game, like you say, control costs and maximize profits. Diese Schicht von transparenten Haaren, die auf ihren Haaren. Ja, stimmt. Hey. In this world, all the clocks count to 12. Ja, but that wasn't always the case. Back in the old days, all clocks went to 13. Somehow, when the chaos first flooded into the world, we lost that 13th hour. It was one of the great mysteries. No one could figure it out. But happen, it did. And the results were dramatic. Space-time has been damaged. Where once each day lasted 26 hours, now only lasts 24. Oh, krass, heißt das, unsere echte Welt ist auch eigentlich Space-time damage? Ja, vielleicht ist das ja Origin Story. Allein die Frage bereitet mir schon Kopfschmerzen. Origin Story von Zeit? Ja, von unserem Planeten. Dann ist jetzt hier was Neues drin. Oh. Hey. Red Mage, Liberator, Juno, irgendwo. Ich glaube, das war halt Red Mage und die bei und Waffe und Schild passend für Red Mage. Achso. Vermutlich. Würde Sinn ergeben, ja. Kannst du das mal angucken? Gerne. Kannst du mit deinem bisherigen Mage, was ist nochmal dein Mist Wizard, wird wahrscheinlich dein Mage-Ding sein, oder? Das den ersetzen, oder was? Das Outfit mag Robin ja eh nicht. Können wir mal. Ach ja, ja, na, ja, ja. Ach, guck mal, wie kommt denn das hier hin? Das ist ja... Wie ist denn das passiert? What the fuck? Tja, ist ja hast komisch. Du das gekauft? Das ist ja weird. What the... Das ist ja komisch. Das ist ja... Square müssen uns das einfach geschenkt haben. Das ist ja fucking weird. FML. Können wir es ja eigentlich auch benutzen, ne? Holy wenn du shit. Hast, könntest du das machen? Also hier würde ich ja erstmal den Magier nehmen, wie ihr gesagt habt. Irgendwo hat was gepinkt bei mal, Square Enix in Hauptquartier. Sir, Sir! Es ist passiert! Es ist endlich passiert! Jemand hat dieses Outfit gekauft. Fuck! Ja, hier Magician's Token. Das kannst du auch Robin nicht antun.
So, machen wir uns mal ein neues Schema, weil das müssen wir jetzt natürlich auch, also wäre ja unhöflich, das jetzt nicht zu benutzen. Guck mal, wie das Schild ist, einfach dieses Armband. Aber vielleicht, wenn sie blockt, vielleicht kommt eine Projektion raus oder so? Deals physical damage and can launch an enemy into the air. Deals significant damage, but at high ATB cost. Interesting. Dann ersetzt... Ich bin aber echt überrascht, dass das Muggel-Outfit nicht da ist. Ersetzt das. Es gäbe sehr viele dumme Outfits. Tom, was sind das für Rechnungen hier auf unserem Hook-Konto? 20 mal über 4 Euro? Hä? Es ging von meinem privaten Konto, muss ich dazu sagen. Oh. Passt farblich fast ein bisschen. Yeah. Robin hasst gerade alles. Ich meine einfach, das Outfit ist ja nicht schön. Das ist ja kein schönes Outfit. Ach, sieht doch gut aus. Das ist ja ein ultra hässlicher Hosenanzug. Das sieht einfach aus wie ein Overall oder so. Das sieht aus wie so ein Fabrikarbeiter. So ein NPC in einem Yakuza-Spiel, mit dem du nicht reden kannst. So sieht das aus. Ein Hafenarbeiter. Ja. So, was hatte denn die physische Klasse bei uns? Ich speichere es erstmal hier. Ja, rein. Wenn du drauf gehst, wird es angezeigt rechts. War das die. Nee, die. Also die doch, obere das ist doch, das ist die balancierte, das ist physisch. Balance. Also einen normalen Guard hatte die. Und Bugs. Dann will ich das hier nämlich mal rausnehmen. Ja, aber du musst ja nicht das gleiche nehmen, ne? Naja, aber bei dem anderen habe ich ja sonst keinen Platz mehr. Also Spark Strike und Guard One kann ich beim Soldier benutzen. Spark Strike, yes. Und. Obwohl, nee, hier muss Guard sein. Ist das bei dem Nocturnal? Genau. Und dann switch to different. Also, ich hätte ja das Muggel-Outfit gekauft. Beim nächsten Mal, Leo. Wie viel kostet dein Outfit? 3,99 oder sowas. Auf jeden Fall zu viel. Okay. Aber dafür habe ich jetzt Cloud Lightning, was ich immer wollte. Das ist so Gott. You just gotta believe. So. Ich finde das unverantwortlich und ich finde, das geht so nicht weiter. Guck mal, Jesus ist ein riesiger Final Fantasy 7-Fan. Schau vor, kommt Guck Jesus an. Jesus hat Amnesie. Und dann hat Jesus einfach ein Outfit von irgendwie Yuna an und sagt, hallo. Oh, huch. Leo. Die Fashion Police meldet sich jetzt. Ron hat's nicht gesehen. Was? Hast du ihm gerade Geld gegeben? Ein Zettel? Was? Was ist gerade passiert? Nichts, guck mal, hier, die Sequenz geht weiter. Es wurde gerade irgendein Zettel übergeben. You again. Right. Are you alright? Dr. Cloud. What's the problem? Komm, Cloud. Schreib mir beim nächsten Mal, welches Kostüm. Okay. Hast du ihm gerade 5 Euro gegeben, damit er sich das Kostüm kauft? Nein, Mann, was hast du... Hör mal auf, der verpasst die ganze Sequenz. Goddammit. Paranoia hier, ist unglaublich. Bei jeder Aufnahme haben wir wahrscheinlich ein neues Kostüm, bis wir am Ende eigentlich alle haben, einfach. Also nicht von meiner Seite. Sie alle einzeln gekauft. Ja, ja. Und damit war es wesentlich teurer. Ja, es ist ein sicherer Ort, den Gott nicht sehen kann. Du könntest fast sagen, es ist wie, oh, ich weiß nicht, ein unsichtbarer Raum. Alright, wenn du sagst so. But that begs the question, what the hell are you doing in here? I have a name. It's Lumina, and I know a lot about you. You need my advice. And in here we can talk about anything. Lightning ohne unterdrückte Emotionen. Crying eyes? You mean holy shit, halt dich mal zurück, Lightning. Meinst du emotionale Ausbrüche? Lawrence gets passed straight on to God. What of it? I don't have any secrets to hide. Oh, right. You're the loyal servant, aren't you? You wouldn't dream of betraying him. And don't worry, okay? Even if I know otherwise, well, my lips are sealed. I have no reason to betray him. Right, right. That's very convincing. Keep those feelings hidden and play the loyal little servant. You want to be as cold as the steel in your sword. You do that, and then no one can guess what's inside. It's true, God can't see into human hearts. Einfach Schwert. He can read your face and tone just like anyone else and make his own guesses. Omni-Slash. Ich mag wie ihre Schlagrufen flackern.
He's promised to bring Sarah back. Warum kann Gott nicht die Gedanken lesen? Er ist Gott. Why should I? Are you still in there, Lightning? Why are you afraid? Huh? Come on, think about it. We're inside your mind. Don't you get it? If you can't be true to yourself here, where can you? I know you haven't changed, because you can't. She's pissed. What the hell are you? Oh, das ist schon schwelende Wut gerade. Fresh from the palm of a god. That's all we ever were. Warte mal, die sieht ja aus wie... Aber ich finde eigentlich ganz gut, dass sie ein bisschen jünger aussieht. Ja. Er ist halt wie das Lightning einfach so nicht wirklich darauf reagiert, dass sie halt so aussieht wie Sarah. Aber es wird ja schon erwähnt. Das ist halt weird. Liegt es an mir oder ist dieses Mädchen gerade 50% langweiliger geworden? Oh, das kenne ich, das ist Endlevel aus Dragon's Dogma. Gleich kommen die Three Kings. Nicht den Ring wechseln, Tom. Nicht den Ring wechseln. Mit der Cloud-Rüstung kann mir nichts mehr passieren in dem Spiel. Finally, I've got a connection again. Light, what just happened? I was talking to Lumina. Lumina? That girl? What does she want? And where is she now? You didn't hear any of that? Oh nein! Magnetized weapon! Ja, ja. As fuck. Are you sure she was there? Maybe it was just a dream. A dream? Maybe that's what it was. Ich weiß nicht, was du hast. Mich stört sowas nicht. Hört unseren letzten Hooked on Topic Podcast über Pet Peeves, wo unter anderem über Magnetwaffen geredet wurde. Das regt mich auch auf, ne, dass das exakt die gleiche Umgebung ist wie bei den Zeitreisen im zweiten Teil. Nur in anderer Farbe. Nur jetzt ist es Teleportation. Aber sieht genauso aus wie Zeitreisen. Ist das genau das Gleiche? Es sind genau die gleichen Ringe und so, nur es hat halt andere Hintergrund. Also es sieht farblich anders aus. Der Tunnel sieht auch ein bisschen anders aus, aber ich meine, die Implikation ist halt... Oh, ich stehe sogar genau auf der Stelle. Okay, wir machen mal direkt Chronostasis. Ja, genau. Hope's auch gerade noch oben. Ja, Four Numbers ins. Und wir wissen die Location von einer. Genau, aber vielleicht kriegt man dann davon noch von mehr welche, deswegen lass sie vielleicht mal holen. Da geradeaus war's. Rechts. Another girl will be sacrificed. Sicher? Ja, wenn du da... Achso, ja, okay, da wäre auch gegangen, ja. Hat der sich gerade beschwert über irgendwas? Wenn man hier hochguckt. Dass sie wirklich so extrem leuchten, diese Leitern. Was soll denn das? Oh, meine Knöchel. Da anscheinend. Er versteckt sich vor dem... And I know, Strange. Just look at okay, my also dann wird es doch nicht so schwierig zu finden, weil jetzt kann man mit diesen ganzen Fragezeichen-Leuten reden. Hallo? It reads 5. Okay, hier sind Cutscene, wo Lightning davor steht. What is 5? This almost looks like a B, but it's not. Like an S? Sieht wirklich mehr aus wie ein B als wie eine 5. Ja, danke. Oh Gott. Ja, das bedeutet, Schon wieder 0.